Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Elder Scrolls Online. Ja, entschuldige meine süße Kleine, dich habe ich in den letzten Folgen sehr vernachlässigt. Sie wollte nur mal Hallo sagen, dass sie auch immer mit dabei ist und dass sie mir immer Kraft und Unterstützung gibt. Wir, also wie Funke natürlich auch, wir sind immer noch in Gratwald. Und zwar befinden wir uns hier oben in der Nähe von dem Auge Barlein Banditenlager. Da machen wir jetzt die Quest Ein lohnenswerter Plan. Wenn ich den, achso, den Questführer finde, wollte ich gerade sagen. Oder die Notiz, die Banditentagebuch. Leute, keiner von euch hat mich gesehen. Plötzlich stehst du neben mir, oder was? Was ist denn hier? Das können wir direkt mitnehmen. So. Das wird jemand vermissen. Ja, es sind nur Banditen. Die werden es nicht vermissen. So, nochmal. Bei ein paar staubigen Tagebuchseiten wurden die Ecken nach innen geknickt, um besondere Einträge zu markieren. Eine markierte Seite aufschlagen. Diese Orks waren vom gleichen Schlag, man stelle sich das einmal vor. Sie haben mich beide angeworben, um den jeweils anderen umzubringen. Oha, ist ja ein toller Auftrag. Also habe ich ihr Gold genommen, sie beide vergiftet und ihre Hütte angezündet, damit es wie ein Unfall aussah. Mhm, also ob das wie ein Unfall aussieht, wenn die beide gleichzeitig genauso sterben, ich weiß es ja nicht. Ich habe noch nie das Weib eines Ork-Täuplings umgebracht, aber heute gleich zwei. Oha. Die nächste markierte Seite aufschlagen. Heute Moramat im Rotfellhandelsposten gesehen. Das dritte Weib des Borkenbisshäuptlings. Ich habe ein paar Bemerkungen fallen lassen. Sie habe nur meinetwegen das Sagen, aber sie... Ich habe gerade was anderes gelesen. Aber sie hat die Anspielung nicht einmal verstanden. Kein Deut, Niedertracht im Leib. Ich wollte sie nicht drängen und ihr so einen guten Tag gewünscht. Ich werde wohl langsam weich. Oh ja, und ich werde irgendwie so langsam müde, habe ich das Gefühl, weil meine Augen fangen nämlich schon an, dass ich nicht mehr richtig gucken kann. Das Tagebuch nehmen. Bringt das Tagebuch zu Moramat. Moramat. Wo ist denn der? Moment, machen wir mal Trick 17 hier. Einmal J, einmal M drücken. Der ist da unten. Dann können wir direkt die Feinde vorm Tor noch mitmachen, so wie es aussieht, wa? Okay. Hallo. Ich wollte gerade sagen, wann geht der jetzt endlich, geht die jetzt endlich mal aufs Pferd? Gut, dann gehen wir einmal hier den Weg hoch. Ich hoffe, das ist nicht das, wo man runterspringen muss. Nee, das sieht gut aus. Hier links, denke ich mal. Hallo? Ach nee, ist nicht hier links. Oh. Ist noch ein Stück weit. Oh, oh. Die nehmen wir mit. Ahnenseide können wir immer gut gebrauchen. Aber das muss trotzdem irgendwo hier. Da oben. Ist das hinter der Mauer? Ist das. Moment. Das ist ein toller Weg hier. ja, wir haben jetzt hier direkt die nächste Quest, aber eigentlich müsste ich erstmal da rein. Was haben wir denn hier alles für... Das ist die Dominion-Wache. Guten Tag, der Herr. Geht es Ihnen gut? Nein? Okay, ich komme später nochmal mit einem Arzt wieder, okay? Ich muss mal eben die Quest abgeben. Keine Ahnung, was mit dem nicht in Ordnung war. Hallo? Verzeiht, ich wollte euch nicht ignorieren. Braucht ihr etwas? Ich habe dieses Tagebuch in einem Banditenlager gefunden. Es erwähnte euch mit Namen. Was? Mich? Lasst mich einmal sehen. Bei Malakatz Oreichalkos Speer. Das Feuer war kein Unfall. Niemand schöpfte Verdacht, dass es sich um Brandstiftung handeln könnte. Beide waren als schwere Trinkerinnen bekannt. Wir dachten, sie hätten einfach nicht mit einer Laterne aufgepasst. Die Weiber des Häuptlings hatten einen Ruf als Intrigantinnen. Ich wollte es nie so recht glauben, aber wenn es da nun geschrieben steht... Werdet ihr es dem Häuptling sagen?
Der Verlust der anderen Weiber meines Mannes ist eine Tragödie, die sich erst unlängst abgespielt hat. Es tut unserem Dorf nicht gut, wenn man ihren Namen in den Dreck zieht. Bitte erzählt niemandem, was ihr herausgefunden habt. Ich werde es meinem Mann irgendwann sagen, wenn er dafür bereit ist. Nun gut, ich nehme dein Schweigegeld dankend an. Und werde... Ja, das weiß ich noch nicht genau. Das werde ich jetzt gleich erfahren. Und werde, wie gesagt, jetzt erstmal zum Tor laufen, weil dann werde ich direkt hier die nächste Quest machen. Ihr seid keine Banditen. Zumindest keine wie die anderen. Nö, genau. Das wäre sogar meine Quest gewesen, wenn wir 2 Stück gemacht hätten. Und dann hoffe ich, dass wir in der nächsten Folge die letzten 3 hier zusammen machen können, dass die nicht zu lange sind. So, was habt ihr denn hier für Ärger? Achtet auf eure Schritte. Banditenleichen werden ein wenig weich. Was ist hier geschehen? Banditen sind in unsere Schwerter gelaufen. Das hat sie fürs Erste vertrieben. Leider gibt es wesentlich mehr Banditen, als wir Schwerter haben. Da so viele von uns unter dem Fluch leiden, können wir ihnen nicht hinterherjagen, um sie in ihren Betten umzubringen. Also in den Betten umbringen ist jetzt auch nicht so die feine englische Art, ne? Aber gut, die feine orkische Art vielleicht, wer weiß. Ein Fluch? Was für ein Fluch? Eine magische Krankheit. Schamane Sumpfschwarte kümmert sich darum. Ich bewache nur das Tor. Wisst ihr etwas darüber, wie man Flüche aufhebt? Geht hinein. Der Schamane meinte, er könnte noch ein paar Hände gebrauchen. Hin und wieder habe ich mal einen aufgehoben. Aber das erklärt zumindest, warum der Typ die ganze Zeit so komisch im Kreis gelaufen ist. Vielleicht war das ja wirklich kein Bug, sondern, ne? Vielleicht war das Absicht. Ich denke mal positiv. Ich werde mit Schamane Sumpfschwarte sprechen. Ja, dann beschützen wir diese Burg auch noch. Da hat mich doch dieser Auftrag... Oh, Hallöchen! Was sehen meine müden Augen denn da? Und das meine ich diesmal wortwörtlich. Meine Augen sind tatsächlich müde. Ihr werdet es nicht glauben, weil es ausnahmsweise mal strahlender Sonnenschein ist. Ja gut, ausnahmsweise. Haben wir schon mal öfter gehabt, aber... Weil es strahlender Sonnenschein ist in... Tamriel, was ist denn da hinten los? Ih, das sind Spinnen, da gehe ich nicht rein. Aber wahrscheinlich muss ich da gleich reingehen, oder? Bäh, ich gehe erstmal zum Schamanen. So, au. Ich wollte eigentlich nur laufen, aber egal. Hallo, Schamane. Ja, ich werde den Umschlag sofort fertigstellen. Wartet. Wer seid ihr? Ich habe gehört, ihr bräuchtet Hilfe wegen eines Fluchs. Fluch? So ist mein Name. Nein, nein. Mein Blut ist loyal bis auf den letzten Ork, aber manchmal sind diese Leute dümmer als Trolldung. Es ist eindeutig Gift, obwohl es seltsam ist, wie es so viele treffen konnte. Warum fragt ihr? Scharnak meinte, ihr benötigt Hilfe. Ihr, dann nehmt diese Liste. Alle, die krank wurden, hatten 3 Gemeinsamkeiten. Sie aßen Essen, das im selben Topf gekocht wurde... Tranken Wasser aus demselben Brunnen und trugen Kleidung, die im gleichen Fluss gewaschen worden ist. Bringt von jedem eine Probe. Wir werden die Ursache der Vergiftung finden. Seid ihr sicher, dass es Gift ist? Ich kenne mich mit Krankheiten, Knochenbrüchen und Seuchen aus. Das ist zweifelsohne Gift. Die Symptome ähneln stark denen, wenn man von einer der Spinnen in unserer Zinnmine gebissen wird. Ich bin dankbar, dass niemand gestorben ist, aber es ist schon alles verdammt lästig. Die Angriffe der Banditen sind erbarmungslos. Denkt ihr, dass die Banditen euer Dorf vergiftet haben? Ich werde nichts Genaues wissen, bis ich diese Proben bekomme. Okay. Ich frage gar nicht erst nach. Ich werde erstmal den Auftrag erledigen hier. So, der Brunnen ist wahrscheinlich der... Genau... Der hier direkt in der Mitte stand. Dann habe ich da hinten was gesehen. Das war eine Truhe. Mit einem Pfeil drüber. Ach so, das ist die Kleiderkiste. Okay. Und das Fleisch, was hier hängt. Okay. Nein! Oh! Hat keiner gesehen. Warum ist das eine nicht zum Stehlen und das andere ist zum Stehlen? Es tut mir leid, Leute. Es tut mir leid. Ich wollte hier keine Unruhe keine bringen. Ich habe jetzt... Nee, ich habe auch jetzt nicht irgendwie aus Versehen Kopfgeld bekommen und ich habe es nicht mitbekommen. Ne? Das wäre jetzt doof gewesen. Oh, was haben wir hier?
Tagebuch eines Banditenschlechters. Schlägers. Das waren mir vielleicht zwei orkische Zankweiber. Stellt euch das vor. Beide hat mich angeheuert. Das ist doch der, den wir eben schon mal gelesen hatten. Dritte Frau des Häuptlings. Ah, Moment. Moment. Das haben wir noch nicht gelesen. Beide hat mich angeheuert, sie den jeweils anderen umzubringen. Also nahm ich ihr Gold, vergiftete beide und brannte die Hütte ab. Das kennen wir. Ich hatte noch nie zuvor die Frau eines Häuptlings ermordet. Das hatten wir auch. Und das ist jetzt neu. Habe heute Mora Martin, also die eine, dem Rotfellhandelsposten getroffen. Ist das nicht die, die hier gesessen hat? Doch, sie ist die... Oder sollte das Im heißen statt dem? Ich weiß es nicht. Sie ist die dritte Frau des Häuptlings der Borkenbiss-Orks. Ich habe Andeutungen darüber gemacht, dass sie nur meinetwegen an der Macht ist, aber sie hat es nicht kapiert. Sie hat einfach keinen einzigen Funken Boshaftigkeit im Leib. Ich wollte sie auch nicht nötigen, also wünschte ich ihr einen guten Tag. Ich werde wohl langsam weich. Mhm. Also ihre Guthaftigkeit hat sie quasi gerettet, ja? Aufstieg und Fall von Remannsdruck. Das gehört jetzt wiederum nicht so zur Quest, deswegen könnt ihr das gerne durchlesen, aber ich mach's jetzt nicht. So, Schamane. Habt ihr alles auf der Liste eingesammelt? Hier sind die Proben. Gut, das sollte nur ein paar Augenblicke dauern. Ist in Ordnung. Ich denke noch darüber die nach, warum Kleidung ist in Ordnung. Das Gift befand sich nicht im Fluss. Patienten gelesen habe. Das Fleisch ist zwar völlig verkocht, aber nicht giftig. Wenn es nicht am Brunnenwasser liegt, müssen wir das nochmal überdenken. Ich muss verflucht sein. Wartet. Riecht ihr das? Das ist es. Es ist im Brunnenwasser. Schwefel! Zumindest war irgendwas Grünes gerade an. Das Gift war im Brunnenwasser. Noch besser. Ich weiß genau, welches Gift es ist. Welches Gift ist es? Spinnengift. Knapp genug, um jemanden kampfunfähig zu machen, aber zu wenig, um jemanden zu töten. Seltsam. Für das Vermischen mit Wasser auf diese Art bräuchte man eine Vielzahl an alchemistischen Zutaten, um das Gift korrekt zu verdünnen. Ja, vor allen Dingen muss man auch genau wissen, wie viel Wasser dann gerade im Brunnen ist, ne? Wollt ihr damit sagen, dass es kein Unfall war? Ich sage nur, dass das seltsam ist und mehr nicht. Aber im Moment ist nur das Gegenmittel wichtig. Dieses Gift ist typisch für die Spinnen, die unsere Zinnmine befallen. Aber ich brauche eine konzentrierte Menge davon. Nein, ich will nicht in die Mine. Ich kann euch das Gift besorgen. Sucht nach den Brutmuttern. Ihre Giftbeutel enthalten eine Menge Gift. Und sie sind zäh genug, um nicht gleich aufzuplatzen, wenn man diese ekligen Kreaturen zermalmt. Sie hassen Licht. Daher werdet ihr im tiefsten Teil der Mine nach ihnen suchen müssen. Ich wollte doch nur einen Schluck Kaffee trinken und du fängst mit irgendwelchen ekligen Spinnen an. Auch in Teso mag ich die nicht. Ich bin stinksauer. Das war aber die Wache jetzt, oder? Der hörte sich gerade so an wie der eine, wo ich rausgekommen bin. Also der Schamane da. So, tut mir leid, ist wieder Ahnenseide, ne? Ihr kennt das ja. Okay. Hallöchen. Das ist eine Spinne, aber wir brauchen eine größere, hat er, glaube ich, gesagt, ne? Ah. Beutel von der... Ach so. Ach, ich sollte vielleicht auch mal auf meine Übersichtskarte gucken. Tada. müssen wir also dann doch hier durch. Ja. Ist okay. Ganz gern mit Funke spielen. Ich habe was zu erledigen. Hallo, Brutmutter. Ja. Muss mal eben dich und deine kleinen Spinnenkinder töten. Das ist schon mal erledigt. Und die rennen jetzt alle zurück. Vielleicht bin ich ja schneller. Ich bin nicht schneller. Doch, der ist hier geblieben direkt. Der hatte keinen Bock mitzulaufen. Funke, du kümmerst dich darum, ne? Nee, hier mit da, dir will ich jetzt nicht stehen. In der Höhle reden. Räuber, komm mal raus hier. Das Dorf eingefallen. Was? Ja, dann rede. Komm, schnell. Das ist wichtig. Nein, Banditen jetzt, wo ich dir angesprochen habe. Alter. Resettest du dich jetzt mal? Dankeschön. Bleib mal hier. Banditen sind durch die Tore gestürmt und haben die Mauern erklommen.
Es gibt nicht genug von uns, um sie zurückzuschlagen. Geht es euch gut? Nur ein gebrochener Arm, das ist gar nichts. Steht uns bei! Treibt diese Banditen in den Schlamm! Jawohl, Sir. Wo? Die ist hier einfach weiter am Fegen. Ja, kein Thema. Muss ich rausgehen? Kann das sein? Der hat ja auch gesagt, vor den Toren, ne? Und ihr steht hier einfach alle so schön. Wo sind die jetzt da oben? Nee. Hä? Wo seid ihr denn jetzt? Ach, da seid ihr. Ich hätte vielleicht auch von innen hier durchlaufen können. Okay. Ach, da sehe ich gerade was. Aber die halten mich jetzt bestimmt davon ab. Ich bin nicht mehr... Ich muss mal eben Platinflirts holen. Funke, hilf mir mal. Ach, ihr blöden Drecksäcke. Das ist mein Platinflirts. So. So, jetzt können wir in Ruhe alle miteinander reden. Ach, das war hinter der Schmiede quasi. Okay. So. Stimmt, ich muss ja noch was erledigen. Ich höre keinen Kampflärm. Wurden die Banditen vertrieben? Woher weiß der jetzt schon wieder von den Banditen, wenn er den ganzen Tag hier im Kabuff steht? Ich habe ihre Reihen gelichtet. Hier ist der Giftbeutel, den ihr wolltet. Dann werde ich sofort ein Gegenmittel destillieren. Da so viele von uns vergiftet sind, hätten wir die Banditen ohne eure Hilfe nie zurückschlagen können. Ja, gerne, gerne. Jemand hat absichtlich den Brunnen unserer Festung vergiftet. Die Krankheit begann am Tag des ersten Angriffs der Banditen. Sie können es also nicht gewesen sein. Zumindest nicht direkt. Ihr solltet mit Moramat sprechen, einem der Weiber von Häuptling Duschkull. Wolltest du mir gerade die Kehle aufschlitzen, oder was war das? Wieso? Sie pflegt den Häuptling, seit er krank wurde. Ihr habt bewiesen, dass ihr treu zur Festung steht, und deshalb seid ihr hier auch weiterhin willkommen. Aber wenn ihr den Giftmischer aufhalten wollt, werdet ihr ihre Zustimmung brauchen. Sonst werden euch die anderen nicht helfen. Ich werde mit Moramat sprechen. Ich habe doch schon mit ihr gesprochen. Das ist die doch, oder? Wieso haben wir jetzt eine Folgequest bekommen? Darauf war ich nicht eingestellt. Ich bin's wieder. Ihr habt euch als Blutsverwandte unserer Festung erwiesen. Wenn euch hier jemand Außenseiterin nennen sollte, dürft ihr gerne mit eurem Handrücken antworten. Also, was braucht ihr? Ich klatsch sie alle weg. Schamane... Sorry, ich habe was anderes gelesen. Schamane Sumpfschwarte meinte, ich soll mit euch über den Giftmischer sprechen. Ja, er hat mich davon überzeugt, dass es nie einen Fluch gab. Ihr sollt wissen, dass ich im Namen von Häuptling Duschkull spreche, solange er krank ist. Ich bin sein Herdweib und ich sage, dass der Giftmischer zur Rechenschaft gezogen werden muss. Wer könnte es sein? Die Krankheit brach vor dem ersten Banditenangriff aus. Niemand wird in der Festung vermisst. Der Giftmischer muss unter uns sein. Es kann keines der Opfer sein. Die Vergiftung hat unangenehme Symptome. Sehr unangenehme Symptome. Was schlagt dir vor? Sprecht mit denen, die nicht davon betroffen sind. Findet heraus, wo sie in der Nacht waren, bevor die Krankheit ausbrach. Kommt mit ihren Geschichten zurück zu mir und wir filtern die Lügen aus ihnen heraus. Okay, machen die jetzt alle auf einen dicken Macker oder was? So nach dem Motto, ja, ich habe das und das gemacht. Ich habe einen Wolf mit 3 Köpfen besiegt oder sowas. Liste der Schamanen der Festung Borkenbiss. Benötigte Proben. Ja, das haben wir ja schon gehabt. Warum kriegen wir das jetzt nochmal schriftlich? Macht sie mürbe. Belästigt die Festung Borkenbiss. Keine Verlustung. Keine Verluste. Macht sie mürbe. Kehrt ins Lager zurück, wenn ihr verwundet seid. Prägt euch die Karte auf der Rückseite ein, damit ihr euch nicht verlauft. Okay. Ach, das war Funke. Ich war. Sollte ich nicht mit ihm gerade sprechen? Das Gegenmittel wird bald fertig sein. Dann können wir wieder alle auf die Beine bringen. Moramat hat mich gebeten, die Sache mit dem vergifteten Brunnen nachzugehen. Wunderbar. Viel Glück wünsche ich euch. Oh, ihr wollt mich befragen.
Das ist vielleicht ein wenig pedantisch, aber ich weiß gründliche Arbeit zu schätzen. Fragt ruhig, was ihr wollt. Wo wart ihr, bevor alle krank wurden? Ich war im Wald und habe Kräuter für Verbände gesammelt. Und das war auch gut so. Nach den Angriffen der Banditen habe ich fast alle aufgebraucht. Könnt ihr beweisen, dass euer Gegenmittel sicher sein wird? Schaut mal. Wenn ich alle hier umbringen wollen würde, hätte ich das schon im ersten Anlauf sicher hingekriegt. Das ist es, was mir Gedanken macht. Wenn das Gift zum Töten gedacht gewesen wäre, hätte die Dosis höher sein müssen. Warum sollte der Giftmischer sich zurückhalten? Das weiß ich noch nicht, aber das werden wir herausfinden. Warum ist hier so ein Riesenaufwand, so ein Riesenaufruhr auf einmal? So, wen haben wir denn noch zur Befragung? Da, du gutes Weib, du hast einfach so weiter hier herumgeputzt, obwohl wir angegriffen worden sind. Was hast du dazu zu sagen? Ah, die Heldin. Was wollt ihr? Hab ich doch gerade gesagt. Moramat hat mich gebeten, der Sache mit dem vergifteten Brunnen nachzugehen. Es ist eine Schande für jeden Räuber, so etwas zu tun. Sie müssen während eines ihrer Angriffe Gift in den Brunnen geworfen haben. Wo wart ihr, bevor alle krank wurden? Ich war im Langhaus, um Waffen zu inspizieren und zu ölen. Sehr schlecht für die Banditen, als sie angriffen. Das hat sie aber trotzdem nicht davon abgehalten, den Brunnen zu vergiften. Der Brunnen wurde schon vergiftet, bevor die Banditen angriffen. Wenn ihr das sagt, es ist so viel passiert. Ich kann mich nicht einmal mehr daran erinnern, wann ich das letzte Mal geschlafen habe. Mhm. Hast immer nur fein hier gestanden und sauber gemacht, ja? Was ist mit dir? Du siehst schon so schuldig aus. Der Klang eines Hammers auf Eisen ist wunderschön, ob im Kampf oder in der Schmiede. Aber unsere Minen produzieren Zinn. Mit Zinn kann man keinen guten Rhythmus erzeugen. Moramat hat mich gebeten, der Sache mit dem vergifteten Brunnen nachzugehen. Sobald der Häuptling wieder auf den Beinen ist, werde ich das neue Schmiedeweib. Dann werden wir ja sehen, wer hier die Befehle gibt. Nicht, dass euch das etwas angehen müsste. Nur zu, ihr könnt mich alles fragen. Aha. Wo wart ihr, bevor alle krank wurden? Genau hier. Ich habe die Esse angeheizt, während mein Lehrling Botengänge für Moramat erledigte. Meint sie etwa, sie kann sie mir wegnehmen und so meiner Arbeit schaden? Ha! Außerdem können Temperaturschwankungen das Metall ruinieren. Ich hatte keine Wahl. Was habt ihr getan, seit die Angriffe begannen? Ich habe die Verteidigung ausgebessert und Waffen und Rüstungen für die paar Krieger repariert, die noch stehen können. Habt ihr den Klang meines Hammers denn nicht gehört? Ich habe ihn auch gegen ein paar Banditen geschwungen. Banditenhelme halten keine 3 Treffer aus. Kling, kling, matsch. Schlecht verarbeitet. Diese Verteidigung haben die Banditen nicht davon abgehalten, hier hereinzukommen. Wenn ich die Festung sabotieren wollte, hätte ich die Mauern einstürzen lassen oder schlechte Klingen geschmiedet, die im Kampf zerbrechen. Aber unsere Mauern stehen noch und unsere Waffen überstehen jeden Schlag. Wollt ihr mich mit noch mehr Beleidigungen überziehen? Ich habe da nämlich noch ein bisschen Metall zu bearbeiten. Klingt jetzt auch nicht ganz unlogisch, was sie sagt. Ich meine, es ist halt wie mit dem Gift, ne? Was ist mit dir? Hallo, Blutsverwandte. Habe gehört, dass ihr ein paar Banditen bei dem Angriff aufgeschlitzt habt. Es waren 8, nicht wahr? Das weiß ich nicht. Warum lasst ihr die Tore offen, wenn doch die Banditen immer wieder angreifen? Weil Banditen dumm sind. Sie denken, ein offenes Tor wäre eine Schwachstelle. Und deshalb laufen sie alle darauf zu. Aber wir mähen sie nieder, bevor sie es hineinschaffen. Was, wenn sie Bögen hätten? Könnten sie euch dann nicht einfach abschießen? Das könnten sie, aber das tun sie nicht. Die mit Bogen schießen keine Pfeile auf uns. Daher stehen wir hier als Köder für die ohne Bogen. Und wenn sie dann kommen, verschönern wir das Pflaster mit ihnen. Ich hab's euch doch gesagt. Banditen sind dumm. Moramat hat mich gebeten, der Sache mit dem vergifteten Brunnen nachzugehen. Ihr meint den Fluch? Sicher, ich helfe so gut ich nur kann. So bin ich eben. Die meisten unserer Krieger liegen krank in ihren Betten oder können gerade noch eine Axt halten. Mehr Banditen für mich. Wo wart ihr, bevor alle krank wurden? Ich habe mit Namoroth beim Vordertor trainiert. Er macht sich angreifbar für Konter, wenn er zu weit ausholt.
Ich wusste immer, dass ihm das irgendwann schlecht bekommen würde. Aber er hat den Angriff überlebt. Also wird er in Zukunft darauf achten. Oder auch nicht. Dann stirbt er eben. Er sollte wirklich versuchen, darauf zu achten. Warum hat das Gift auf euch keine Wirkung gezeigt? Der Fluch konnte mich nicht vergiften. Nichts schafft das. Wenn ich auf neue Käfer oder andere Bestien stoße, dann töte ich sie nicht nur, sondern esse sie, um ihre Kraft zu erlangen. Manchmal wird man dafür, nun, bestraft. Aber man hat etwas erst dann richtig bezwungen, wenn man es in einem kleinen Loch im Boden verscharrt hat. Irgendwie ein leicht kranker Gedanke, muss ich sagen. Ach, die hat die ganze Zeit das Ding hier bei mir rein, also ins Bild reingehauen da. So, was ist mit dir? Dank eurer Hilfe hat die Festung überlebt. Das werden wir euch nie vergessen. Muramat hat mich gebeten, der Sache mit dem vergifteten Brunnen nachzugehen. Ich wünschte, wir wären zurück in den Minen. Trotz all der Spinnen. Zumindest ist Muramat im Langhaus sicher. Wo wart ihr, bevor alle krank wurden? Ich wurde von Charnak windelweich geprügelt. Ich hole mir zwar immer blaue Flecken, aber es macht mich zu einem besseren Krieger. Ich bin sicher, dass die Hälfte des Dorfs gesehen hat, wie der Boden mit mir aufgewischt wurde. Ihr könnt jeden fragen. Ihr scheint nervös zu sein. Gibt es etwas, das ihr mir nicht erzählt? Nein. Ich bin ein schrecklich schlechter Lügner. Jeder weiß das. Schaut mal, der Häuptling wurde krank. Es gab da eine kleine Sache zwischen uns. Und ich möchte nicht, dass Muramat denkt, ich hätte ihn vergiftet. In Ordnung? Das wäre furchtbar. Klingt auch irgendwie logisch. Was für ein Problem habt ihr mit dem Häuptling? Ist es etwa Muramat? Ist das so offensichtlich? Ich meine, nein. Es ist etwas ganz anderes. Der Häuptling und ich waren verschiedener Meinung über den Wert der Mine. Aber wir haben die Angelegenheit geklärt. Wir sind in Handelsfragen nicht immer einer Meinung. Aber ich bin kein Verräter an der Festung. Ich würde nie etwas tun, um Muramat zu schaden. Das glaube ich ihm sogar, weil er hat sich ja gerade selber verraten, dass er was von ihr will. Warum seid ihr nicht von dem Gift betroffen? In den Minen vergeht anscheinend kaum eine Woche ohne Spinnenbiss. Das gehört eben zur Arbeit dort dazu. Ich schätze, dass meine alten Bisse und meine Schwindelanfälle mich immun gegen das Gift machen. Ich weiß nicht, was ich sonst noch dazu sagen sollte. Also das mit den Schwindelanfällen ist natürlich Blödsinn, aber das mit dem Bissen könnte tatsächlich sein, weil man weiß ja, dass der Körper darauf aus ist, an einer Stelle, wo er schon mal Schmerz erlitten hat, den Schmerz beim zweiten und dritten Mal nicht mehr so heftig zu verspüren wie beim ersten Mal. Und ich denke, dass das auch so ähnlich sein wird mit Gift, wenn man sich in kleinen Dosen daran gewöhnt oder vielleicht sogar irgendwann mal ein Gegengift bekommen hat oder so, ich weiß es ja nicht, dann denke ich mal, kann man auch eine gewisse Art von Immunität aufbauen. Vielleicht ist das auch Blödsinn, was ich jetzt sage, aber ich denke mal schon, dass das möglich ist. Haltet euch da raus. Frage ist jetzt nur, wer lügt? Das wird sie uns jetzt sagen. Was habt ihr herausgefunden? Wer hat gelogen? Namaroth und Charnak meinten, sie hätten sich bei den Toren ertüchtigt. Daran erinnere ich mich. Sie haben sich stundenlang im Zweikampf geübt. Und die anderen? Schamane Sumpfschwarte meinte, er hatte Kräuter für seine Verbände gesammelt. Das glaube ich auch, weil er hat mich ja auch darauf angesprochen, dass wir, ob wir ihm helfen können. Die einzigen, die ich tatsächlich im Verdacht habe, ist entweder unsere Fegedame hier mit dem Besen oder die Frau, die gerne sie als Schmiedin hier ablösen wollte. Und die ist gerade meine aktuelle Favoritin. Als Schmiedin ablösen, Quatsch, als Schmiedsweib hat sie, glaube ich, gesagt. Ja, er hat wochenlang wegen seiner Kräuter gejammert. Ich habe ihm schließlich gesagt, dass er mit seinem Gewinsel aufhören und sich holen soll, was er braucht. Er kam später mit einem Arm voll Pflanzen wieder. Wer sonst noch? Rakatz hat Waffen im Langhaus inspiziert, während Shakul alleine in der Schmiede gearbeitet hat. Das ist seltsam. Ich habe Rakatz nicht gesehen und ich war den ganzen Tag hier. Der Lehrling von Shakul weicht ihr selten von der Seite. Verflucht sei dieses Gör. Ich hoffe, ihre Gefühle für Gagak haben ihr keine Flausen in den Kopf gesetzt. Also dann ist sie meine Favoritin, ne? Gerade. Gagak? Wer ist Gagak?
Der Bruder meines Mannes, der ihm die Führung streitig gemacht hatte. Rakas war sehr aufgebracht, als Gagak das Duell verlor. Doch das war vor fast einem Jahr. Ihr dürft sie meinetwegen gern zur Rede stellen. Wir müssen wissen, ob sie es war. Und wenn sie es war, welche Gründe sie hatte. Dann hat sie gar nicht ihren Mann gemeint, sondern sie meinte den Bruder von dem Mann mit, dass sie bald Schmiedeweib wird. Ah. Ich werde herausfinden, warum Rakas so gelogen hat. Heieiei. Es könnte natürlich immer noch die Unschein... Ne, Moment, meinen wir die jetzt? Ach, das ist die? Das ist nicht die da hinten. Dann ist es meine zweite Favoritin gewesen. Was ist jetzt? Ihr habt mich angelogen. Ihr habt nicht die Wahrheit im Lang... ihr habt nicht die Waffen im Langhaus inspiziert. Wo ich jetzt so darüber nachdenke, habe ich die Waffen wohl schon am Tag davor inspiziert. An dem Tag, an dem alle krank wurden, habe ich hier in der Schmiede gearbeitet. An dem Tag hat Shakul selbst in der Schmiede gearbeitet. Gut. Ich bin es gewesen, die Festung vergiftet hat. Aber ich tat es nur zum Wohl meiner Leute. Ihr habt sie zu ihrem eigenen Wohl vergiftet? Niemand von meinem Blut ist am Gift gestorben. Es hat die Leute nur krank gemacht, genau wie es Gagak mir gezeigt hat. Sein Bruder ist nicht einmal geeignet, um über ein Plumpsklo zu herrschen, geschweige denn über unseren Stamm. Und vielleicht ist es genau das, was ihn tatsächlich zum echten Anführer macht. Moramat möchte mit euch sprechen. Ich bin mir sicher, dass sie das möchte. Glaubt nicht alles, was sie sagt. Gagak ist kein Monster und Häuptling Duschkul wäre nichts ohne seine Weiber. Das könnt ihr Moramat selbst sagen. Ich glaube nicht. Ich glaube doch. Nicht weglaufen. Hallo. Achso. Wir sollen ihr nicht folgen. Wir sollen... Okay. Ich dachte, wir müssen ihr folgen. Nervt. Ich hab den Täter. Wo ist Rakas? War sie es? Rakas ist geflohen. Sie arbeitete für Gagak. Was hat dieses törichte Ding nur getan? Kümmert euch nicht darum. Schamane Sumpfschwarte hat sein Gegenmittel fast schon fertig. Sobald Remans Trug sich erholt, werden unsere Krieger diese Banditen finden und ihnen die Schädel spalten. Ja, und wir erhalten einen undurchdringlichen, schweren Torso ohne Set. Ich muss hier bleiben und zusehen, dass mein Mann sich erholt. Falls ihr dazu bereit wärt, solltet ihr Gagak aufspüren und seinem Wahnsinn ein Ende machen. Wo könnte Gagak sein? Sharnak meinte, die meisten Angriffe wären von Norden her erfolgt. Es gibt mehrere Höhlen, eine alte Mine und einen verfallenen kaiserlichen Turm in dieser Richtung. Wenn ihr Gagak findet, dann tut alles, was ihr tun müsst, um ihn aufzuhalten. Ihr habt dafür alle Befugnisse meines Mannes und meine Befugnisse. Ich werde Gagak aufhalten. Oh Gott, diese Namen. Ja, eigentlich ist die Folge schon ziemlich lange, aber ich hoffe, das ist tatsächlich nur mal eben hinreiten, den umbringen und dann... da oben. Wieso muss ich jetzt zum verfallenen Turm? Die hat mir doch gerade zwei Sachen gesagt. Gut. Ja! Achso, das ist direkt hier vorne. Ah, es tut mir leid. Ich hoffe, du siehst mich nicht. Ja. Es tut mir leid. Ich hoffe, ihr seht mich auch nicht, aber... Ja, das ist aber der Turm, wo ich hin muss. Ja. Kommt hier noch einer? Nee. Was haben wir denn hier? Ich bin hier im Namen der Festung Borkenbiss. Kennt ihr den Kodex von Mauloch? Es ist ein einfacher Kodex, aber ich lebe nach ihm. Du sollst nicht stehlen, also bemühe ich mich um Eroberungen. Du sollst die von deinem Blut nicht töten, und niemand von ihnen ist durch meine Angriffe umgekommen. Du sollst nicht ohne Grund angreifen, aber ich habe mehr als genug Gründe. Warum habt ihr einen Grund, euer eigenes Volk anzugreifen? Als mein Vater verstarb, sollte ich sein rechtmäßiger Nachfolger werden. Doch dann hat mein kleiner Bruder mich um die Führung der Festung herausgefordert. Zwei Intrigantinnen haben ihn dazu angestiftet, damit er sie zu seinem Jagdweib und seinem Schmiedeweib macht. Sie wussten, dass ich sie nicht respektierte. Die Niederlage bei eurer Herausforderung entschuldigt nicht, was ihr getan habt. Nicht durch das Geschick meines Bruders.
Sein zukünftiges Schmiedeweib bestand darauf, dass wir gleiche Waffen verwenden. Als wir kämpften, wurde mir schwindlig. Meine Hände brannten und ich konnte kaum das Heft halten. Doch ich kämpfte weiter und war kurz davor, meinen Bruder niederzustrecken, als mein Schwert zersplitterte. Ihr glaubt, dass die Klinge sabotiert wurde? Es gibt keine andere Erklärung. Das Jagdweib hat den Griff vergiftet und das Schmiedeweib sorgte für eine Klinge, die in ihrem ersten Gefecht zerbrach. Mein Bruder muss es gewusst haben. Ich hörte, sie wären letzten Monat bei irgendeinem Brand gestorben. Eine Schande, dass sie nicht sehen werden, wie ich Rache nehme. Gibt es denn keinen Weg, weiteres Blutvergießen zu verhindern? Ich wüsste nicht, wie. Es ist mein Geburtsrecht zu herrschen und mein Bruder steht mir im Weg. Warum über die Festung Borkenbiss herrschen? Warum nicht hier? Was meint ihr damit? Ich soll meine Söldner hier in diesem Turm ansiedeln? Er hat sicher eine zentrale Lage. Er überblickt einen Engpass zu allen Ecken von Walenwald. Aber nein, ich bin ein Ork von Remans Trug. Ohne eine Mine, in der man Erz abbauen kann, wäre ich nichts neben meinem Bruder. Muramat meinte, es gäbe in der Nähe eine kaiserliche Mine. Eine erschöpfte kaiserliche Mine, soweit ich weiß. Und sie ist mit Trollen verseucht. Es wird kein leichtes Unterfangen, sie zu verscheuchen. Ich schätze, dass ich meinen Bruder in der Festung verrotten lassen kann, falls es Erz in der Mine gibt. Aber ich bräuchte Beweise dafür. Na, dann werden wir dir doch holen. Ich werde die Mine nach Erz absuchen. Und ich werde jemanden, dem ich vertraue, losschicken, um euch an der Mine zu treffen. Ich kann mich nicht einfach auf euer Wort verlassen. Ich bin sicher, dass ihr das versteht. Aber ich werde meine Söldner von Remans Trug zurückhalten, bis wir herausfinden, ob es Erz in dieser Mine gibt. Das schwöre ich euch. Okay, das kann ich in der Tat verstehen, weil ich bin eine völlige Fremde. Und warum sollte er mir da vertrauen, was das betrifft? Ach, das ist die Mine, wo man runterspringt, oder? Wenn man oben dem Weg folgt. Hätte nicht erwartet, euch wiederzusehen. Ach, hier! Warum bist du nicht vorher gekommen? Ich bin froh, dass ihr wegen Gargak zu Sinnen gekommen seid. Er hat mich gebeten, gefundenes Erz zu prüfen. Bringen wir es hinter uns. Los geht's. Ja, sie macht mir dann ja doch an sich einen relativ vernünftigen Eindruck, sagen wir es mal so. Ich meine, wenn sie diese Geschichte kennt, dass er sich betrogen fühlt und so, dann kann ich es echt nachvollziehen. Ach, die soll untersuchen? Wartet auf die Ergebnisse? Was haben wir denn da? Ja, Erz. Aber das ist da hinten in der Ecke, das ist nicht hier vorne. Das sind die Wurzeln. Das ist Eisenerz. Ich werde ein paar Proben nehmen. Geht und sagt Gargak, dass wir mit diesem Erz die besten Waffen in Gradwald haben werden. Okay. Ich bin nur gerade irritiert hiervon. Kann man da hoch? Ja, da kann man hier hoch, aber da kommt man nicht rum. Wo ist denn... Könntest du mir mal bitte aus dem Weg rausgehen? Wo ist denn dann die Dings hier? Ach, die ist draußen in der Mine, glaube ich. Da kommt man aber wiederum... Ja, da kann man, glaube ich, auch von unten ran. Wo ist denn jetzt der Troll hin, der hier war? Ja, ja, genau. Ach so, deswegen ist auch der Troll weg. Eigentlich bin ich immer von da oben runtergesprungen, weil ich hier unten nichts hatte, weshalb ich hier unten hin musste. So, schwuppdiwupp, da ist der Troll nämlich wieder gekommen. Moment, wo müssen wir denn hin? Hier hin? Da waren aber auch irgendwo noch die Krieger. Muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich denen nicht direkt reinlaufe. So, ich bin wieder... bin wieder da. Habt ihr mir Beweise gebracht? Was hat Rakas gesagt? Rakas meinte, ihr würdet die besten Waffen in Gradwald haben. Sie würde so etwas nicht ohne Grund sagen. Mit hochwertigem Metall könnte ich diesen Turm als mein neues Heim instand setzen lassen und noch mehr Gewinne einfahren als mein Bruder mit seinem Zinn. Ich bin ein Ork, der sein Wort hält. Mein Streit endet hier und heute.
Sehr schön. Und wir erhalten eine passgenaue, schwere Hose vom Set Der Grüne Pakt. Ja, ich muss auch nicht mehr mit den anderen sprechen. Nö, ihr habt den Konflikt in der Festung. Genau, die sind jetzt nämlich auch gelb. Das wollte ich nämlich wissen. Nur hier waren irgendwie gerade keine, weil hier irgendeiner rumwüten ist. Und ich habe auch nichts mehr hier drin stehen von hier. Nein. Wunderbar. Dann würde ich nämlich sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Die Folge ist jetzt wirklich wahnsinnig lange geworden. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich die wahrscheinlich vorgezogen als einzelne Folge. Aber gut, zum Nachhinein muss ich sagen, hatte das ja auch miteinander zu tun. Also war es eigentlich schon perfekt, so wie es jetzt gelaufen ist. Wir werden uns dann in der nächsten Folge ein bisschen weiter nördlich wiedersehen. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.